Hallo Leute, willkommen zu WWE Supercard. Heute fangen wir mit der kleinen Tipps und Tricks Serie, die ich mal angekündigt habe, an. Tipps und Tricks erwartet jetzt nicht die tiefsten geheimen Super, wie baue ich das Board ab, dass ich die besten Karten krieg. Tipps, sowas gibt's nämlich nicht, sondern einfach mehr Fakten, wie kann ich das Thema, was in dem Video besprochen wird, optimal angehen. Wenn ihr irgendwelche ergänzenden Punkte habt, einfach unter das Video schreiben, sehr gerne. Ich weiß auch 100% nicht alles, aber mittlerweile haben wir schon ein paar tausend Spiele Erfahrung und können da auch ein bisschen unseren Senf dazugeben. Heute kümmern wir uns um die Road to Glory. Aktuell läuft sie und da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal so ein kleines Tipps und Tricks und Fakten-Video zur Road to Glory. Ich kriege immer wieder so ein paar Fragen, gehen wir erstmal rein. Ich bin gerade bei Triple H Survivor. Wir gehen einfach mal auf mein Deck. Weil die meisten Fragen, die ich krieg, ist, wie baue ich denn, oder wie ist denn mein Deck? Schaffe ich das und das mit meinem Deck? Da werde ich ganz, ganz oft angeschrieben und darum zeige ich euch aktuell mal mein Deck. Ich bin bei Survivor Plus. Und ihr seht hier ein Survivor Fusion als Pro, noch nicht voll auftrainiert. Dann habe ich 3 WrestleMania Karten, nochmal 2 Survivor Fusionen, 5 Legendär Pros und 5 Survivor Karten. Also ich bin zufrieden mit meinem Deck, ich weiß, es gibt natürlich bessere. Aber mit diesem Deck komme ich mit 5 Punkte kämpfen gemütlich bis Mitte Triple H. 70 von 170 Punkten. Gerade eben habe ich meinen ersten Kampf verloren und es wird mit Sicherheit jetzt noch ein paar Kämpfe geben, wo ich die 5-Punkte-Matches gewinnen kann. Aber das ist mal so der Richtwert. Mit meinem Survivor Plus Deck komme ich ungefähr bis in die Mitte von der Survivor-Karte. Ich habe mir das jetzt so zusammengereimt oder jetzt einfach von den letzten Road to Glories, die immer ungefähr gleich schwer waren, so angesehen. Also Survivor kriegt man, wenn euer Deck Survivor ist, kriegt man so am Anfang die Schwierigkeiten. Survivor Plus kriegt man in der Mitte die Schwierigkeiten. Survivor Plus Plus kriegt man dann so im hinteren Drittel seine Schwierigkeiten. Also ich sag immer, wenn euer Deck ausgeglichen ist von den Karten her und nicht hier 5 Top-Karten und der Rest nur Schrott, aber Deckbau gucken wir uns gleich nochmal an, kommt ihr zum so weit, wie ihr von der Stufe seid, bis zur Karte, also wenn ihr legendär seid, schafft ihr 5-Punkte-Kämpfe bis zu Batista hier in dem Fall. Wenn ihr normal legendär seid, Anfang, wenn ihr Plus seid, Mitte, wenn ihr Plus Plus seid, Ende. Und dann kann man sich natürlich immer gucken, also ich rede jetzt von 5-Punkte-Kämpfen, gell? Dann kann man halt immer noch gucken, wie kämpft man sich weiter mit 3-Punkte-Kämpfe, die gehen, meist gehen, wenn man die 5-Punkte-Kämpfe zu schwer werden, noch 2-3 Runden 3-Punkte-Kämpfe und irgendwann ist man dann auf 1-Punkte-Kämpfe. Und wenn man natürlich sagt, ich habe jetzt ein Legendär-Deck, ohne irgendein Plus dahinter, und ich sage, naja, du wirst bis dahin kommen mit 5-Punkte-Kämpfen, habt ihr natürlich noch die Chance, euch mit 1-Punkte-Kämpfen weiter durchzuboxen. Bis Gott weiß wohin, das hängt natürlich wieder von eurer Zeit ab und ob ihr boosten wollt oder nicht. Aber erstmal so viel zu, wie weit komme ich mit meinem Deck. Gut ausgeglichenes Deck, normal, am Anfang, Plus, Mitte, Plus Plus ans Ende. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, dass man auch später noch, also ich habe auch schon hier, ich bin mir sicher, auch bei Edge kann ich vielleicht mal den einen oder anderen 5-Punkte-Kampf machen. Das sieht es dann halt einfach an der Gegnerauswahl, wen nimmt man, wie oft. Ich kann mich hier jetzt stundenlang hinsetzen und immer Deck bearbeiten, nee, gegen den hier, der hat 15.000 Kämpfe, 4.000 Niederlagen und die AJ als Legendär-Pro will ich nicht. Okay, gegen den hätte ich aber gekämpft. Und man kann sich halt immer jetzt so lange raussuchen, bis man jemand findet, wo man denkt, den kann man mit 5 Punkte schlagen. Okay, gegen den würde ich jetzt zum Beispiel nicht kämpfen wollen, weil mit 23.000 Siege hat er natürlich mehr. Aber das kann man ja auch machen. Immer vor- und zurückgehen, bis man einen Gegner gefunden hat, dem man sich zutraut. Aber so viel zu, wie weit komme ich. Gucken wir uns mal das Deck an sich an. Deckaufbau. Ich finde es wichtig, dass ein Deck ausgeglichen ist.
Bei Supercuts ist es ja so, die Gegner werden herausgesucht an, also quasi Supercard vergleicht alle Werte, also alle Zahlen von deinem Deck, rechnet die zusammen, bildet da einen Mittelwert und also egal in welchem Spielmodi, egal ob Exhibition, Road to Glory, PCC, so ist es immer, alle Werte wirft zusammen, bildet einen Mittelwert und sucht euch einen gleichwertigen Gegner. So war es bisher immer. Bei dem letzten Update hat sich da in der Richtung was getan. Ich hoffe jetzt, dass das noch so weit gültig ist. Aber das heißt natürlich, wenn ich jetzt eine Karte hätte, die Werte 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 hat und dann nur Luschen, ist mein Deck halt nicht mehr ausgeglichen, weil der Mittelwert, also Mittelwert einfach alle Zahlen, die Mitte gebildet, sind, liegen die halt dann alle deutlich drunter und die deutlich drüber und darum würde man immer verlieren, auch wenn man eine richtig coole Karte hat. So ist es natürlich bei vielen Sachen, also immer gucken, dass das Deck so weit wie möglich ausgeglichen ist. Ich habe jetzt hier eine Spanne von 3000 zu 1200 oder sowas und damit komme ich gut durch. Also empfehle ich euch immer, ein ausgeglichenes Deck zu haben. Was ich euch auch noch empfehle, ist jetzt nicht blind auf das Autofüllen zu vertrauen. Wahrscheinlich macht es bei meinem Deck mittlerweile sogar mehr Sinn, das Tempo-Boost, also jetzt bei den Boosts immer nochmal nachkontrollieren und auch macht es Sinn, hier oder da die Karte drin zu haben. Ich mache euch mal ein Beispiel. Jetzt gehen wir mal, also hier passt das ganz gut. Aber jetzt bei meinem vorherigen Deck, da hatte ich ja die Kämmerin noch nicht. Das heißt, wenn wir die mal, ach, wir machen es jetzt nicht raus, aber ich zeige es euch einfach. Wir tauschen die Diva aus. Genau, als ich die Kämmerin noch nicht hatte, war die Stephanie mit in meinem Deck. Zack. Die Stephanie hat als einziges das gelbe Häkchen. Das heißt, ich konnte nie connecten. Ich habe dann immer händisch die Natalia reingetan. Die ist ein Punkt schwächer wie die Stephanie, aber sie hat ein blaues Kästchen. Das heißt, meine, wenn ein Diva-Kampf kommt, ein Tag-Team-Kampf, dann connecten die schon mal oder es kriegen mindestens mal keinen Abzug wie bei der Natalia. Also sage ich, denkt dran, nicht euch blind auf die Auto-Vervollständigung zu oder die automatisch füllen zu verlassen. In meinem Fall passt es jetzt. Die AJ ist die beste vierte Diva, die ich habe, und die ist blau, also muss ich mir hier keine Gedanken machen. Hier bei den Kerlen ist es natürlich ein bisschen egal, da hat man immer gelbe und blaue, aber da kann man durchaus mal gucken. Jetzt hier ist Goldust ist ja nicht der stärkste und der schnellste. Will ich den denn im Deck haben, durchaus mal gucken, was ist die Alternative, die nächstmögliche Karte, ne? Jetzt, wir warten ein bisschen. So, wo ist mein Goldust? Oh, gerade lahm, ey. Ja, okay. Die nächste Alternative ist mein Hot Rod. Der ist stärker, der ist gleich hart und schneller, dafür aber uncharismatischer, hat eine blaue Ecke. Könnte ich mir sogar überlegen. Das müsst ihr aber einfach wichtig. Ich will nur, dass ihr mal drüber nachdenkt. Macht es Sinn, was die Autovervollständigung hat? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich hatte ja vorhin gesagt, die Gegner werden anhand des Mittelwerts rausgesucht. Hier, wir gucken uns einfach mal meinen Diven an. Cameron, Pri, Nikki. Alles Werte weit über 1000 bis weit über 2000. AJ fällt jetzt so ein bisschen aus dem Raster, ist unter 1000 noch, ist meine schlechteste Karte. Sobald jetzt die Survivor-Spiele anfangen, oder auf der Stufe Survivor und schwerer, kann ich mir jetzt die Frage stellen, reißt die AJ überhaupt noch was? Kann ich mit der AJ einen Kampf gewinnen? Wenn ich für mich denke, nee, das kann ich nicht, dann kann ich auch, ich habe jetzt keine gewöhnliche, aber dann kann ich einfach auch eine Karte reinpacken, die deutlich schwächer ist. Weil, wie gesagt, Supercard zieht den Mittelwert. Jetzt ist der Mittelwert, geht er etwas nach unten, dadurch, dass ich halt die AJ mit 700, 700, 800, 800 Punkte rausnehme. Wenn ich weiß, dass ich mit der AJ immer verlieren werde, weil mein Gegner immer bessere Karten hat,
dann kann ich auch eine ganz schlechte reintun, um meinen Schnitt zu senken. Wenn ihr jetzt wisst, dass ihr überall schlecht seid, dann macht es keinen Sinn, überall schlechte Karten reinzutun. Aber so für einzelne Karten auch nach unten zu tun, also hätte ich jetzt hier nicht die Survivor-Karten, sondern einfach ein paar Legendäre oder so. Irgendwann reißen die halt nichts mehr. Kann man die letzten Karten austauschen gegen gewöhnliche, um den Mittelwert vom Deck zu senken. Das heißt, die Gegner werden ein Ticken leichter. Und wenn ihr eh wisst, mit diesen Karten werde ich verlieren, tja, dann kann man das auch machen. Muss man immer probieren, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Ich mache es nicht, weil mein Deck gerade so gut läuft. Was haben wir denn sonst noch so zu sagen? Guck mal auf meinen Spickzettel. Ja, apropos Deck, genau. Es gibt die Möglichkeit, wenn man irgendwann nicht mehr weiterkommt, einfach sein ganzes Deck mit ungewöhnlichen, also den grünen Karten, voll zu packen. Dann irgendwelche guten Aufdeck-Unterstützer drauf zu machen. Also wer jetzt zum Beispiel den Survivor legendären Freddy Blazy, ihr wisst, wen ich meinen hat, die Fusion-Karte, den hier, auf Survivor bringt der plus 24 für alles. Wenn wir jetzt mal von irgendeiner gewöhnlichen Karte wieder ausgehen oder ungewöhnlichen Karte, die 60 hat, wenn da nochmal plus 24 drauf kommt, puh, ist der fast doppelt so gut. Also gibt es die Möglichkeit, alle Karten durch ungewöhnliche zu ersetzen. Solche Boosts, die auf alles gehen. Wenn ich jetzt hier wieder meinen Härteboost reinmache, kriegt die Karte plus 50 auf Härte. Und man wird halt deutlich stärker und gewinnt halt. So kann man sein Deck auch aufbauen, um dann, wenn man hinten mit seinem Deck nicht mehr weiterkommt, nochmal ein bisschen ein paar Punkte zu holen. Ich persönlich mache das nicht, weil ich möchte auf meiner Stufe, auf der ich bin, spielen, weil nur da kriege ich natürlich auch eine Survivor-Karte als Belohnung vom Board. Kriege ich, wenn ich auf ungewöhnlich spiele, natürlich nicht. Und darum mache ich das nicht, aber es ist eine Option, die man machen kann. Dann bin ich gefragt worden, ja, wenn ich denn booste, also wenn ich Geld ausgeben will, zum einen, wie viel Geld soll ich ausgeben und wann soll ich boosten? Wie viel Geld soll ich ausgeben? Das muss jeder für sich selbst wissen. Will er Geld ausgeben oder nicht? Das kann ich keinem sagen. Es ist euer Geld. Ich sage jetzt mal, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Man kommt Free-to-Play bis zu einem gewissen Maß weiter. Wenn man irgendein Ziel erreichen will, finde ich es auch mal in Ordnung zu boosten. Jetzt bei der RTG gibt es natürlich immer die Frage, booste ich am Anfang oder booste ich am Ende. Da scheiden sich auch die Geister. Ich sag, boostet am Anfang, weil am Anfang packt man locker die 5-Punkte-Kämpfe. Das heißt, man kriegt dann pro Kampf 10 Punkte und ist natürlich schneller da, wo man nicht weiterkommt. Wo man dann halt 1-Punkte-Kämpfe oder so weitermacht und sich durchkämpfen muss. Also bist schneller da. Ich habe schneller den Triple H, wenn ich am Anfang booste, dann habe ich den in meinem Deck, mache das vielleicht sogar ein bisschen stärker und dann habe ich natürlich wieder vielleicht ein paar Chancen mehr. Alternativ ist natürlich auch, wenn ich jetzt bei Edge nicht mehr weiterkomme, müsste ich 180 einzelne Kämpfe machen, dann macht es auch Sinn. Ist auch die Frage, naja, dann, wenn ich jetzt meine 1-Punkte-Kämpfe auf 2-Punkte-Kämpfe booste, dann muss ich hier nur noch 90 Kämpfe machen. Ich sag mal, Anfang und Ende ist gut. Ich persönlich mach's, wenn, am Anfang, einfach um schneller die Karte zu kriegen, um die dann auch im Deck zu haben, dass ich hier vielleicht ein Ticken stärkeres Deck habe und vielleicht auch einfach länger 5-Punkte-Kämpfe machen kann. So, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Boosten habe ich drüber gesprochen, über mein Deck habe ich gesprochen, über wie weit kommt man, nur Mittelwert pauschal gesagt, habe ich gesprochen. Und meine Schrift kann ich auch nicht mehr lesen. Deck, Aufbau, Deck, nicht auf Auto. Ach, nicht auf die Auto-Vervollständigung verlassen. Tja, und jetzt haben wir 14 Minuten gelabert. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was ich hier gesagt habe. Hartmüller T. Das hier ist ein Gegner, der ist ungefähr auf meiner Augenhöhe. Ich habe auch so 12.000 Siege, ein paar weniger Niederlagen. Hat hier eine legendäre AJ.
den 5-Punkte-Kampf nehme ich nochmal. Und einfach damit ich euch zeige, dass ich jetzt so in einem Bereich bin, wo der 5-Punkte-Kampf für mein Deck auch schwer wird. Klar, es gibt mal schwerere, mal leichtere Rotoglories. Also die Bret the Hitman Hart Rotoglory war ja total easy. Mist, jetzt habe ich jetzt den normalen Tempo-Boost drin und nicht den Boost für alles. Also, Rotoglory kann man ja auch zwei Boosts verwenden. Ich habe immer zwei Aufs-Deck-Boosts drin. Einfach weil, wenn ich den, kann ich jetzt ja zünden. Ist egal, ob ich ihn brauche oder nicht. Aber ab jetzt haben alle meine Karten plus 50 auf Deck. Wenn ich hier die zweite Boost-Karte fürs Deck drin habe, da habe ich normal die Charisma jetzt bisher drin gehabt. Tag Team. Ja, so langsam muss man nämlich auch schon nachdenken. Wir machen einfach mal das hier. Die kann man dann einfach immer im zweiten Zug ziehen. Einfach, dass man schon mal die komplette Verstärkung für sein Deck hat. Und ja, so sollte man Road to Glory immer spielen, beide Boosts, sobald es dann, also am Anfang klickt man sich ja eh nur durch und hoch. Tag Team Tempo, ja, das sollten wir auch so schaffen, weil da unser Rey Mysterio dabei ist, auch wenn der Hulk etwas langsamer ist. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, man hat 20 Karten, also 16 Männer, 4 Frauen plus 2 Unterstützer im Deck. Und es werden daraus 16 Karten per Zufall ausgewählt. Also es kann sein, dass eure beste Karte gar nicht im Deck ist, also im Spiel ist. Also wirklich von den 20 Karten, die ihr dann im Board habt, kommen zufällig 16. Da können die guten rausfallen, da können die schlechten rausfallen, da können alle gelben Ecken rausfallen, alle blauen. Da gibt es kein jetzt konkrete Sache, wie man sagt. Was fällt raus? Es kann halt alles sein. Und das macht halt die Road to Glory so spannend. Auch, dass halt hier unten immer gewürfelt ist. Ihr habt es gesehen, es können mal keine Dieven sein. Ich hatte schon einmal alle 4 Dieven, wo dann 2 Diva Tag Team Matches kamen. Das kann auch alles sein, in bunt gemischt. Und es kann halt auch sein, dass ihr ein echt das bessere Deck habt, aber hier unten beknackt zieht. Einzelkraft. Ui, er hat Daniel Bryan schon voll auftrainiert. Da verliert mein Charisma. Meine Güte. Vom Spiel macht es manchmal Sinn, sobald es dann schwierig wird. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, früher hat man gesagt, es lohnt sich nur, also manchmal lohnt es sich auch mit einer schwachen Karte anzufangen, wenn man denkt, sein Gegner hat bessere Karten, um halt seine bessere zu ziehen, dass man dann mit seiner besten Karte, puh, das wird nochmal eng die Runde, dass man quasi seine beste Karte mit einer schlechten Pult, wo man eh verloren hätte. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Warum kann jetzt ein Tempo, ein Tag-Team-Match, wenn die meine beiden besten Dieben kommen? Hoffentlich kommt jetzt nochmal ein männliches Tag-Team-Match, weil sonst verlieren wir die Runde. Gedanke. Also auch wenn es jetzt nachher 6-6 steht, unentschieden gewinnen wir trotzdem und das verlieren wir und mit 6-6 gewinnen wir aber. Ich denke, ich habe euch jetzt alles über die Road to Glory gesagt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten drunter in die Kommentare. Wenn ihr Wünsche für weitere Infovideos habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde das mit Sicherheit mal für King of the Ring, für PCC, für Exhibition machen, für wie trainiere ich Karten richtig und so weiter. Was euch da am liebsten ist, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Habe ich was vergessen? Schreibt es in die Kommentare, dass es alle lesen können. Vielleicht kann ich nochmal ein ergänzendes Video machen. Und über jeden Tipp und Trick bin ich natürlich dankbar, wie alle anderen in der Community auch, damit wir hier richtig rocken. Und tja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Video ist deutlich länger wie gedacht. Und darum sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und viel Glück bei der Road to Glory.